In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, wie man auch eigene Methoden definieren kann. Die Methode, die wir ja bereits gesehen haben, der Konstruktor, der init mit den underscore, underscore, init, underscore, underscore, das war ja so eine Art magische Funktion. Magisch, weil sie eben von selbst aufgerufen wird. Wir müssen sie nie aufrufen, aber wir müssen sie eben auch definieren. Man kann aber auch eigene Methoden definieren. Und das geht eigentlich relativ einfach. Innerhalb dieser Klasse Katze kann ich jetzt eine Methode definieren, die zum Beispiel sagt Beschreibung. Die ist so, das ist ihr Name. Die braucht einen einzigen Parameter, und zwar diesen Self. Das ist ganz wichtig, weil sie sonst auf die Felder ihres eigenen Objekts eigentlich nicht zugreifen kann. Doppelpunkt, und hier kann ich einfach sagen return okay, was brauchen wir hier? Den Namen, self Name plus ist eine Katze und jetzt nehmen wir das Alter wieder, Alter, Jahre alt. Das war's. Jetzt kann ich diese Beschreibung auch benutzen, indem ich Folgendes mache. Ich nehme diese zwei Prints wieder raus. Das ist unser alter Code von dem alten Video. Und ich schreibe stattdessen meine Katze, und da ist es auch schon, die Beschreibung wird mir angeboten. Ich muss nur die Klammern hier setzen. Das Self darf ich, also Self außerhalb eines Objektes hat eigentlich keine Bedeutung. Deswegen ist es eben wieder ganz wichtig, dieser Self ist ein spezieller Fall, der als Parameter zwar dort da ist, der wird aber automatisch weitergeleitet von Python und wir müssen dann dafür nicht Sorge tragen. Wenn ich jetzt hier, wir führen das jetzt erstmal aus und dann versuchen wir ein paar Fehler einzubauen. Hier steht, Felix ist eine Katze und 2 Jahre alt. So, genau das gleiche kann ich jetzt mit Nachbarskatze machen, statt meine Katze. Und wenn ich das ausführe, dann wird eben unbekannt, ist eine Katze und 7 Jahre alt. Wir haben ja gesagt, wir wissen nicht, wie die Katze heißt. So, was würde jetzt passieren? So, normale Probleme sind, man schreibt hier auch so ein Self rein. Dann sagt er, das ist nicht definiert. Außerhalb eines Objektes hat Self eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Innerhalb eines Objektes ist das Objekt selbst. Das wird aber automatisch weitergegeben und ich muss zugeben, das ist in Python ein bisschen merkwürdig gelöst. Andere Sprachen machen das anders. Hier hat man sich eben so entschieden, dass dieses Self auf diese Art und Weise weitergeleitet wird. Gewöhnungsbedürftig müssen wir aber trotzdem damit leben. Das heißt, dieses Self muss ich jetzt erstmal wegnehmen. Welche andere Probleme sehe ich da oft? Wie zum Beispiel, dass man hier gar nicht dieses Self benutzt. Was würde jetzt passieren, wenn ich einfach Return Name mache? Name ist ja eigentlich ein der Attribute unserer Klasse. Sollte klar und deutlich sein, aber wenn ich das jetzt versuche auszuführen, sagt der Name ist, Name is not defined. Das bedeutet auch, dieser Name ist eigentlich nicht Teil der Klasse, sei denn man benutzt es zusammen mit diesem Self. Das muss ich hier leider so machen. Das sind so Sachen, die muss man sich einfach daran gewöhnen, dann geht das. Jetzt folgen einige Übungen für Sie, damit Sie ein bisschen in die Routine reinkommen. Versuchen Sie, so viele Beispiele wie möglich wirklich durchzumachen. Und versuchen Sie auch, Ihre eigenen Beispiele vielleicht zu basteln. Wenn Sie auf Autos stehen, dann basteln Sie irgendwelche Klassen mit verschiedenen Autos. Wenn Sie auf Gartengeräte stehen, können Sie es auch machen. Wenn Sie lieber Studierenden-Datenbanken bauen, auch. Wenn Sie Widerstände-Datenbanken bauen, auch sehr gerne. Es ist eben wichtig, dass man jetzt ein bisschen Routine bekommt, bevor wir in die nächsten Videos einsteigen. Dankeschön.